Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill. Und heute gibt es ein ganz besonderes Schichtfleisch, das ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Oder habt ihr schon mal was von bayerischem Schichtfleisch gehört? Mit Nackensteaks, mit Bratwurstbrät, mit Kraut und Kartoffeln und Bier. Also unbedingt dranbleiben, das gibt's heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Schichtfleisch ist ja das Dutch-Ofen-Gericht schlechthin. Ich werde heute mein bayerisches Schichtfleisch allerdings hier in diesem Bräter von Barbecue Toro zubereiten. Ich verlinke euch seine Herkunft mal unten in der Infobox. Der ist gut und günstig und der gefällt mir recht gut. Also wird heute hier das bayerische Schichtfleisch drin zubereitet. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Zutaten. Beginnen wir doch gleich mal mit dieser ersten Zutat, und zwar das ist gemischtes Hackfleisch. Das habe ich wie Bratwurstbrett gewürzt, unter anderem mit Muskatnuss, Pimento und Majoran. Das Rezept findet ihr unten in der Infobox, und darüber hinaus führt euch ein Link aufs Barbecue und Food Magazin zu diesem Rezept, und da gibt es einen Mengenkalkulator. Da könnt ihr die Personenanzahl eingeben und dann wird euch das ausgerechnet, ja, wenn ihr weniger oder mehr zum Beispiel vom bayerischen Schichtfleisch zubereiten wollt. Und wenn ihr schon auf der Seite seid, abonniert doch den kostenlosen Newsletter von Die Frau am Grill. Da werdet ihr jede Woche über unsere Rezepte informiert und vor allem über die, die wir außerhalb von YouTube zubereiten, ja, die wir nicht verfilmen. Also zum Beispiel mache ich einen Apfelstrudel, und der wird dann auch auf dieser Seite veröffentlicht und dann werdet ihr informiert. So, jetzt genug gequatscht, genug Werbung gemacht. Es geht weiter. Wir haben hier Nackensteaks, also Schweinehals, in Scheiben geschnitten. Dann sehen wir hier noch Weißkraut bzw. Kohl. Und ich habe Bier, süßen Senf, Kümmel und Kartoffeln. Haben wir was vergessen? Nein, das ist alles, was ins bayerische Schichtfleisch gehört. Ah, eine Zutat fehlt noch, die habe ich im Kühlschrank, und zwar Baconscheiben, ganz dünne. Die lasse ich im Kühlschrank, weil die lassen sich einfach, wenn sie gekühlt sind, besser verarbeiten. Aber die holen wir uns jetzt gleich. Also lasst uns loslegen. So, ich bin jetzt gerade dabei, den Bräter mit dünnen Baconscheiben auszukleiden. Achtet darauf, dass da ein bisschen was später noch zum Umschlagen übrig bleibt, damit wir das Ganze dann ein bisschen verpacken können. Genau. So. Wieso gibt es eigentlich heute bayerisches Schichtfleisch und wieder mal geht ein Bier drauf für ein Rezept? Ja, das ist doch eine super Idee. Alles Bayerische ist doch hier drin, oder? Oder hätte es ein mexikanisches sein sollen? Boah, das wäre cool mit Jalapenos und mit Speck und mit Mais und mit Kidneybohnen. Ja? Ja. Gut, machen wir. Mache ich dir morgen. Mache ich dir morgen, bringen wir morgen raus ein Video. Wir bringen ja bloß dreimal in der Woche ein Video raus, ja, morgen ist Donnerstag. Na, da hast du jetzt selber in was reingeritten. Und zwar machen wir sogar eine kleine Miniserie. Ich rufe alle Zuschauer jetzt auf, die sollen mir innerhalb von 12 Stunden unter dieses Video, also unter das bayerische Schichtfleisch, ihre Schichtfleischideen schreiben. Und dann mache ich das am nächsten Tag drauf, nach dem mexikanischen auch noch. Heute Mittwoch bringen wir das bayerische raus, morgen das mexikanische und am Freitag einen Zuschauerwunsch. Mhm. Und ich weiß, dass meine Zuschauer so kreativ sind und die lassen sich da sicher was Wunderbares einfallen. Asiatisches Schichtfleisch haben wir übrigens schon, gell? Nur zur Information, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das Schichtfleisch aus dem Backofen haben wir auch schon. Schichtfleisch aus dem Backofen, stimmt. Vom Grillweltmeister. Vom Grillweltmeister. Barbecue und Food Magazin. Genau, das könnt ihr im Barbecue und Food Magazin sehen, vom Oliver Siebers Grillweltmeister für den Backofen. Und ansonsten bin ich auf eure Ideen gespannt. Ja, ich auch, weil ich darf dann wieder zum Einkaufen fahren, filmen und kann nicht fischen. Genau, und lasst euch vielleicht eins mit Bier einfallen. Nein, keins mit Bier. Ja, keins mit Bier. Also ich mache das jetzt einmal fertig und dann sehen wir uns wieder zum Schichten. Mann, was? Hätte ich doch nur die Klappe gehalten. So, wenn ihr den Rand auf diese Weise jetzt ausgelegt habt, dann müssen wir nur noch Baconscheiben auf dem Boden platzieren. Und das geht uns hier von der Menge gut aus. Aber das hast du aber genau eingekauft, fast genau. Ja, ich habe mich an deinen Einkaufszettel gehalten. Ich habe heute mal nichts vom türkischen Supermarkt mitgebracht. Ja. So, den schneide ich einfach noch auseinander, weil dann geht das gut auf. So. So, und jetzt geht es an Schichten. Ich beginne mit Kraut. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. So, ein bisschen auslegen hier, ein bisschen verteilen. Also das Hackfleisch würde ich nicht unten reintun, weil das schwimmt ja dann in der Soße. Ja, das stimmt. Das muss man ein bisschen später reintun.
Dann gebe ich jetzt erst einmal ein paar Nockensticks drauf. So. Normalerweise wird Schichtfleisch vertikal geschichtet. Ja, das stimmt, aber das ist halt hier jetzt ein ganz besonderes. Das wird halt so geschichtet, gell? Immer das neumoderne Zeug. Ja. Das ist doch nett, oder? Weiter geht's mit den Kartoffelscheiben. Ah, was ihr nicht vergessen dürft, was hier nicht fehlen darf, ein bisschen Kümmel. Zwischendrin. Wer mag. Ja, das passt halt einfach auch zum Kraut. Ah, hier geht's weiter. So. Und verhilft natürlich der Verdauung. Und es passt geschmacklich einfach wunderbar hier hinein. So, dann folgt eine Schicht Brät. Boah. Ja, mei. Merci, Mausi. Warum? Ist doch lecker. Das ist so gut gewürzt. Also, als würde dich das abschrecken. Magst du dann ein vegetarisches Schichtrezept umsetzen? Nee, aber ich würde am Rand ein bisschen was freilassen. Weil dir sonst die Soße hernehmen. Ja, die geht schon rein noch. So machen wir es, gell? Mhm. So, dann wieder ein bisschen Kraut. Dann haben wir noch diese beiden. Gut. Da wird jetzt nichts mehr reinpassen. So, genau, das passt. Dann kriege ich ja heute noch schnell die Scheiben aus der Pfanne. Ja, da hast du Glück gehabt. Eigentlich möchte ich es gerne noch da rein. Da noch was. Ja, das kannst du noch rausbraten. Da kannst du Fleischpflanzerl machen. Ein bisschen Kümmel noch. So, das schadet nicht. Und damit das keine trockene Angelegenheit wird, werden wir jetzt noch ein Sößchen anrühren. Mir schwant Schlimmes. Richtig, aufmachen bitte. Oh. Mein Gott, na, ist das immer ein Gefäch. Ja. Das Sößchen besteht aus Bier. So, das ist einmal schlecht eingeschenkt. Oh Mann. Schlecht eingeschenkt auch noch. Und süßem Senf. Ihr könnt auch mittelscharfen Senf verwenden oder süßen und mittelscharfen Senf. Damit kommt eine wunderbare Geschmackskomponente zusammen. Ist das schwierig für dich jetzt, oder was ich da mache? Mach jetzt hin. Ich salze das auch noch. Aha, so reagiert also Bierschaum auf Salz. Nicht schlimm. Und Pfeffer. Ah, okay. Hochinteressant. So, und das rühren wir jetzt mit dem Schneebesen durch. Damit sich der Senf ein bisschen verteilt, Salz und Pfeffer. Und dieses feine Biersößchen gießen wir jetzt hier hinein. Dann schließen wir mit Bacon. Herrlich, oder? Gut, der Grill draußen, der ist jetzt auf 140 Grad vorgeheizt. Wenn ihr es im Backofen machen möchtet, dann ebenfalls 140 Grad. Ich mache ja heute im Backofen meinen Apfelstrudel, deswegen ist der besetzt und außerdem mache ja ich alles auf dem Grill. Und jetzt geht's los, oder ich mache weitgehend alles auf dem Grill. Ist ja ein Grillkanal. Deckel schließen, raus auf den Grill. Dann nehme ich euch mit und dann lassen wir das Ganze 2 Stunden lang dahin schmoren und brutzeln.
Der Grill ist genau auf 140 Grad eingeriegelt und jetzt ab damit in die indirekte Hitze. Und Deckel schließen und zurücklehnen und abwarten. 2,5 Stunden sind vergangen und jetzt holen wir unser bayerisches Schichtfleisch einmal raus. Der Grill ist schon aus. Und jetzt werft ihr doch mal einen Blick hinein. Ja, wunderbar. Ja, das schaut doch gut aus. Oh, riechen tut's. Ja. Duften tut's wie das bayerische. Das bayerische Krautfleisch. Aber noch besser, weil Speck dabei ist. Ja, noch besser, das muss man sagen. So, jetzt schneide ich mir da mal ein Stückchen heraus. Da sieht man schon das Wurstbrät. Ach, und der Speck so knusprig. Speck und Kraut ist ja eine wunderbare Kombination. Gell? Moment. So. Boah. Mega. Und das Süßchen habt ihr auch. Gell? Da braucht man fast einen Löffel. So. Und jetzt wird probiert. Ich freue mich. Die Kartoffeln sind schön weich. Also, was soll ich da noch sagen? Bacon, Wurstbrät, also Hackfleisch wunderbar gewürzt. Dann haben wir das Nackensteak, wir haben Kartoffeln, wir haben Kraut in Kombination mit Bier. Da fällt mir wenig ein, außer euch eine Empfehlung auszusprechen, dieses bayerische Schichtkraut, Schichtfleisch einmal nachzumachen. Also es schmeckt wirklich ganz, ganz vorzüglich. Jetzt sehen wir uns dann morgen zum mexikanischen Schichtfleisch und ihr schreibt mir noch eure Ideen für ein weiteres Schichtfleischrezept bitte gerne und das Video in die Kommentare. So, und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich blende euch noch was zum Abonnieren ein. Und vergesst nicht mal in die Infobox zu schauen. Da stelle ich noch ein paar Videos rein. Könnt ihr noch ein bisschen durchstöbern, falls ihr noch nicht genug von mir habt, von uns habt. So, also bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut. Herrlich.